Nächste Rednerin ist die Kultursprecherin der ÖVP, Maria Fekter. Sehr geehrter Herr Minister, der Standort bestimmt den Standpunkt, ist so eine landläufige Weisheit. Und als Ministerin ist mir die Argumentation bei ausgelagerten Gesellschaften und parlamentarischen Anfragen immer sehr, wie soll ich sagen, bekannt gewesen, dass man sich als Ressortchef, Chefin auf den Artikel 52 Absatz 2 BVG in der Weise beruft, dass bei Ausgelagerten sozusagen das Interpellationsrecht endet. Jetzt bin ich als Abgeordnete da und jetzt habe ich natürlich das Interesse der größtmöglichen Transparenz. Und es hat natürlich der Kollege Zinge mit seiner Hartnäckigkeit und auch die Kollegin Reisinger auch erreicht, und das muss man zugestehen, dass in der Interpretation des 52 Absatz 2 inzwischen wir doch ein bisschen mehr Klarheit oder eine bessere Bestimmung des Rahmens dieses Interpellationsrechts haben. Wir haben inzwischen das Oellinger Gutachten, das sehr transparent offen argumentiert. Wir haben das Gutachten des Verfassungsdienstes, das auch die Regierungspositionen stark mit berücksichtigt. Und wir haben den rechtslegislativen Dienst des Parlaments, der auch argumentiert, im Hinblick auf eine Transparenz einschränkend bei Datenschutz und Geschäftsgeheimnissen. Das heißt, das viermalige Anfragen hat auch dazu geführt, dass wir jetzt ein bisschen klarer wissen, und hat auch dazu geführt, dass beispielsweise die Tagesordnungspunkte der Protokolle in der letzten ja dann drinnen waren, ja, was in den ersten nicht drinnen war. Das heißt, es hat hier schon einen Fortschritt gegeben, den ich sehr begrüße. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass uns Abgeordneten ja mehrere Instrumente zur Verfügung stehen. Und die Vertraulichkeit im Rechnungshof-Unterausschuss führt eben dazu, dass wir dort mehr Einsicht bekommen als hier in der öffentlichen Debatte. Und ich bin dem Herrn Bundesminister insofern dankbar, dass er sofort den Rechnungshof eingeschaltet hat, weil der Rechnungshof natürlich sehr wohl Einsicht in alle Akten hat und daher dann in seinem Bericht die Einschätzung geben wird und die Rechnungshof-Einschätzungen im Großen und Ganzen immer sehr objektiv gefällt werden. Und ich hoffe, dass der Herr Minister den Rechnungshofbericht umgehend auch dem Parlament dann zur Beratung zuleitet. Daher, die Instrumente sind grundsätzlich ausreichend. Das Interpellationsrecht auszureizen ist legitim, und dass wir hier zu einer Weiterentwicklung gekommen sind, das begrüße ich speziell. Es habe hier schon einen Fortschritt gegeben, sagt Maria Fekter, Kultursprecherin der ÖVP. Sie hoffe, dass der Rechnungshofbericht dann umgehend dem Parlament weitergegeben werde.